Der Gesandte Allah sagt in einem Hadith, das ist ein etwas längerer Hadith, aber der ist sehr schön. Und der überdeckt sich auch mit dem Hadith von Zayd ibn Thabit, den wir bereits erwähnt haben. Das war der Hadith, in dem der Gesandte Allah sagte, möge Allah das Antlitz dessen erleuchten, der etwas von unserem Hadith hört, es sich einprägt und weitergibt. Und so manch einer, der den Fiqh mit sich trägt, ist kein Faqih. Der Hadith, den wir jetzt hier erwähnen möchten, der überdeckt sich ein bisschen mit diesem Hadith in Bezug auf die Empfänger des Wissens. Er sagte, مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا. Ihr müsst versuchen, das, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt, ihr müsst versuchen, das zu versinnbildlichen, denn er zeichnet ein Bild. Es ist eine Art Metapher, die er hier erwähnt, und das nennt man al-Majaz al-Murakkab in der arabischen Sprache. Ihr wisst, eine Metapher kann ein einfaches Bild sein, wenn ich sage, Zayd ist ein Löwe. So? Das ist ein einfaches, stilles Bild. Wenn du das Wort Löwe hörst im Kontext von Zayd, dann stellst du dir vor deinem geistigen Auge ein Löwenbild vor und khalas, fertig ist die Sache. Es gibt aber sowas wie eine Metapher, die wie ein Film ist, bewegliche Bilder. Das heißt, es wird eine komplexe Metapher aufgestellt, die sowas wie ein bewegliches Bild darstellt. Also es ist ein ganzer Film, den du sehen sollst. Und das macht der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hier. Ihr müsst euch das vorstellen, wie folgt. Er sagt, das Gleichnis der Rechtleitung und des Wissens, mit dem Allah mich entsandt hat, ist wie das eines Regens. Tamam? Wie das eines Regens, und das ist ein ganz kleine Metapher, ja, denn das Wissen ist ja kein Regen, oder? Oder gibt es jemanden, der die extreme Auffassung hat, dass es keinen Majaz gibt im Koran oder der Sunna? So, es ist das Gleichnis eines Regens, das auf einen Boden fällt. Das musst du dir jetzt so vorstellen, versinnbildlichen. Was sagt dieses Gleichnis eigentlich aus, nur bis hierhin? Regen regnet auf den Boden. Das drückt schon mal aus, das drückt unter anderem aus, dass es breitflächig ist. Richtig? Der Regen, der fällt ja eigentlich nicht auf einen Quadratmeter. Er bedeckt ja weite Flächen. Und was ebenfalls ausgesagt wird, ist, der Regen kann jemand den Regen verhindern? Kann er verhindern, dass der Regen ihn trifft? Natürlich, er kann einen Regenschirm haben, aber trotzdem trifft der Regen seinen Regenschirm. Das heißt, es ist etwas Unvermeidbares, ob du willst oder nicht, es kommt zu dir. Das ist aber natürlich nicht der Hauptzweck für die Anführung des Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dann, فَكَانَ مِنْهَا أَرْضٌ أَجَادِبْ أَمْسَكَتِ الْمَاءِ. Er teilt jetzt diese Empfänger, den Boden. Der Boden, er zählt drei Formen von Boden auf. Weil der Boden ist ja sozusagen der Empfänger des Wassers. Er empfängt das Wasser. Und der Boden ist ja eine Metapher für die Menschen. Es gibt drei Formen von Menschen. Drei Empfängerformen der Menschen, wie diese drei Formen des Bodens. Er sagt, وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبْ. So, das ist die erste Form, und zwar trockener, aber fester Boden. Der Boden ist fest und unfruchtbar. Was bedeutet das? Das bedeutet, das Wasser sickert nicht durch. Er sagt nämlich, speichert das Wasser, dieser Boden. Er speichert das Wasser. Es sickert nicht durch. Aber der Boden selbst profitiert nicht davon. Er ist nämlich nicht fruchtbar.
Das heißt, da sprießt nichts hervor. Aber dennoch haben die Menschen davon, die Menschen profitieren davon. Er sagt, فَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسِ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا. Die Menschen profitieren davon, sie trinken davon, sie tränken und sie bewässern. So, das ist der erste Empfänger. Seht ihr eine Ähnlichkeit zu dem, was hier genannt wurde mit dem Hadith von Zayd ibn Thabit? Da gab es ja auch den bloßen Behälter, richtig? وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهِ. طيب, danach erwähnt er die zweite Form, den zweiten Empfänger. وَكَانَ مِنْهَا أَرْضٌ طَيِّبًا أو كما قال. Und es gab einen fruchtbaren, guten Boden. Es ist natürlich dann auch selbsterklärend, was diesen Boden auszeichnet. Er empfängt das Wasser, er nimmt es auf, dieser Boden, und lässt etwas anderes hervorkommen. Durch die Paarung des Wassers mit dem Boden und mit der Luft und mit den Samen im Boden lässt er vielerlei Pflanzen und Grün hervorkommen. Er verarbeitet das. Und das ist eine zweite Form des Empfängers. Das ist der Empfänger, der das Wissen paaren und bündeln kann. Es ist der das aufnimmt, es sortiert und ordnet, Struktur reinbringt und dann neues Wissen herausgeben kann. Das ist nämlich eine ganz andere Sache als einfach Fakten, die man auswendig gelernt hat, genauso unverarbeitet wieder weiterzugeben. Unabhängig davon, ob man das verstanden hat oder nicht verstanden hat, das Verstehen ist dann nochmal eine andere Sache. Aber es gibt über das Verstehen nochmal eine Stufe, und zwar Wissen aus verschiedenen Bereichen miteinander zu kombinieren und dadurch durch diese Kombinationen neues Wissen rauszugeben. Deswegen übrigens, nur mal so nebenbei, ist die Aussage, vor kurzer Zeit hat sich einer aus der Schweiz, ich habe das Video nicht ganz geguckt, er hat über den Ijtihad und den Fiqh und so weiter geredet, und er hat etwas total Schwachsinniges und Absurdes gesagt, und zwar sagte er, dass es gar nicht mehr nötig ist, Wissen auswendig zu lernen, da wir den Zugang haben zu dem Wissen. Du musst ja nur Google öffnen, du hast ja Bücher in gedruckter Form, kannst überall herholen. Das Problem hierbei ist, es kann durchaus sein, dass man auf einzelne Informationen kommt, aber dieses gebündelte Wissen kann nur bestehen und entstehen, wenn man abgespeichertes Wissen im Kopf hat. Außerdem ist das tatsächlich auch nicht realitätsnah, was er da behauptet. Yani nur weil ich Zugang habe zu sämtlichen medizinischen Studienmaterial, bin ich dadurch yani jetzt Khalas befähigt, eine Operation durchzuführen? Du kannst einen einfachen Mann in eine Bibliothek mit Millionen Büchern stellen. Das wäre schon eine Leistung, wenn er wüsste, wo er suchen muss. Also ich finde, mir kommt es so vor, das ist wie folgt: Man versucht sein eigenes Versagen irgendwie zu rechtfertigen. Das ist wie die Bedingungen des Ijtihad lesen. Wenn wir die Bedingungen des Ijtihad lesen, die die Fuqaha in Usul-Büchern sagen, gibt es den einen oder anderen, der sagt, das sind unmögliche Bedingungen. Das sind unrealistische Voraussetzungen und diese Bedingungen haben bestimmt nicht mal die Sahaba erfüllt. Sinn und Zweck davon ist es dann, neue Maßstäbe zu setzen, und diese Maßstäbe, die werden so gesetzt, dass die eigene Person mit eingeschlossen ist. Tamam? Dass das natürlich problematisch ist, ist offensichtlich, denn wenn dann die nächsten Neukömmlinge kommen,
und die sehen in ihren Vorgängern zu hohe Maßstäbe, dann machen sie wieder neue Maßstäbe. Und zwar maßgeschneidert für die eigene Person. Naja, wie dem auch sei, er sagte dann, und die dritte Form von Boden, die nannte er Al-Qi'an. وَكَانَ مِنْهَا أَرْضٌ إِنَّمَا هِيَ قِعَانٌ. Und zwar dürrer Boden. Kennt ihr diesen rissigen, dürren Boden? Dieser Boden speichert, also kann Wasser nicht an der Oberfläche speichern. Das Wasser sickert durch, aber der Boden hat auch nichts davon. Und das ist das dritte Gleichnis. Und dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, هذا مثل نعم من لم يرفع رأسا بما بعثني الله به. Und das ist das Gleichnis dessen, der sich nicht darum schert, womit mich Allah Ta'ala geschickt hat an Wissen und Rechtheit. Das ist also der Desinteressierte, tamam? Dem alles gleichgültig ist.